Ja, vielen Dank. Ich finde das total cool, dass Sie bei so einer wichtigen gesetzlichen Sache verzichten. Ich will Sie auch nicht weiter beim Bingo-Spielen stören. Ich spreche leiser, ne? Damit Sie jetzt hier weiter demokratisch Bingo spielen können. Bei 6.200 € im Monat macht das ja einen Stundenlohn von ungefähr von 37 €. Spielen Sie ruhig Bingo. Also die DNS-Merkmale forensisch ermitteln, sehr geehrter Präsident, sehr geehrtes Hohes Haus. Dieses Thema liegt der AfD am Herzen wegen des Praxisbezugs. Vor 14 Jahren wurde der Paragraph 81e StPO auf den Weg gebracht. Der Bundesgesetzgeber damals baute in der Begründung einer gewissen Beweglichkeit mit Blick auf die wissenschaftliche Weiterentwicklung eine gewisse Dynamik in dieses Gesetz ein. Und das ist auch gut so, denn nichts ist von statischer Dauer. Es war unter der damaligen SPD-Führung, unter Kanzler Schröder, war das eine weitsichtige Sache. Und das ist auch gut so gewesen, dass man dem wissenschaftlichen Fortschritt nicht blockierend politisch im Wege stehen wollte. Und ich will es dann auch mal deutlich machen, am Beispiel der Daktyloskopie, die ist heute selbstverständlich und bei der Aufklärung von Straftaten immer noch in der ersten Reihe dabei. Die hatte auch eine stufenweise Entwicklung, bis sie sich weltweit, europaweit durchgesetzt hat. 1858 kam der britische Kolonialbeamte Sir William James Herschel in Bengalien, das ist heute Indien, auf die Idee, anhand von Fingerabdruckerfassungen, damals Abrechnungsbetrügereien, Identitätsschwindeleien, Mehrfacherfassungen, doppelte Pensionsabrechnungen bei der damaligen Kolonisationsarmee und so weiter aufzudecken und zu verhindern. Und hier befand sich die spätere Daktyloskopie, also noch im Stadium einer administrativen Erfassung in der Verwaltung, so ähnlich wie man es heute eigentlich beim Bundesamt für Migration, wie es da laufen sollte, aber leider auch nicht weiter überall klappt. 40 Jahre brauchte diese damalige wissenschaftliche Entdeckung. Und dann schauen wir mal weiter auf das Jahr zurück, 1892, als der erste Fingerabdruck im Rahmen der Aufklärung einer Straftat erstmalig verwendet wurde. Es war damals ein Doppelmord im argentinischen Bereich. Der wurde damals der Fingerabdruck erstmalig ausgewertet und führte erfolgreich zur Aufklärung der Straftat. Da brauchte es damals in Argentinien weitere 4 Jahre, bis sich dort ein polizeiliches Identifizierungssystem durchsetzte. Ab 1901 etwa setzte sich die Daktyloskopie dann auch auf europäischen Raum komplett durch und war dann nicht mehr aufzuhalten. Wir wollen natürlich als verantwortungsvolle Realpolitiker nicht nochmal 40 Jahre warten, bis sich heute äquivalent die DNS-Forensik durchsetzt und praktisch ihre wissenschaftliche Kapazität, die sie hat, völlig im Strafrecht denn sich wiederfindet. Ich will damit sagen, dass man manche wissenschaftliche Methoden dann auch mal einige Jahre brauchen. Von 2004 damals, von der SPD bis heute sind das 13 Jahre, um sich zur Selbstverständlichkeit zu etablieren. 40 Jahre, wie gesagt, ist kein Ziel. Und deshalb schließe ich jetzt auch mal den Kreis und baue die Brücke, die uns damals 2004 der Bundesgesetzgeber eingebaut hatte. Und will auch, wie an meinen Vorredner schon erinnern, erläutert haben, dass mit der heute ausgereiften wissenschaftlichen Methode der DNS wunderbar die Ermittlungen eingegrenzt werden können durch Rückschlussführung auf Alter des Täters, Haar, Hautfarbe, Augenfarbe, aus welcher Region stammt der Täter, welchen Körperbau, welche Statur, welche Größe, das kann man alles wunderbar ableiten. Die Wissenschaft ist heute soweit. Und das ist auch für den Ermittlungsbeamten, der die Ermittlung führt, ein wahrer Goldschatz bei der Fallbearbeitung. Ja, das hat auch was mit ökonomischem Einsatz von Polizeiressourcen zu tun, wenn man wissenschaftliche Methoden wirklich voll ausschöpft. Ja, weil man auch gegebenenfalls durch diese Mittel und Maßnahmen tausende Nichttäter von vornherein wissenschaftlich gleich so fundiert aussortieren kann und nicht falsch verdächtigt Gerüchteküchen verhindern kann bei Ermittlungen, Vorverurteilungen und Hetztiraden. Das ist das, was Sie uns immer so gern unterstellen wollen. Ja, und ich sage da auch gleich dazu, was das trägt auch zu einer effizienten und schnelleren Straftatenaufklärung bei. Und ich höre es schon, ich nehme es vorneweg, ich will Sie beim Bingo-Spielen nicht stören. Die AfD könnte ja dadurch auch, ja, weil Sie sagen, man kann Regionen eingrenzen, Herr Abgeordneter, ich Augenfarben. bitte, zum Schluss zu kommen. Ja, alles klar. Deshalb sage ich mir, ich bitte um Unterstützung unseres Antrages, was Sie nicht machen werden, gehe ich von aus, weil Bingo-Spielen wichtiger ist. Und lassen Sie uns darüber reden, dass es auch, wie gesagt, in der heutigen Zeit notwendig ist, die Kriminalitätsbekämpfung an den Stand der Wissenschaft anzupassen. Uns ist es relativ auch egal, ob Sie zeitgemäß unseren guten Antrag ablehnen oder auf dem Schulklo abschreiben und neu einreichen als eigene Herr Erfindung. Abgeordneter, zum Bitte Schluss bekämpfen Sie die Kriminalität.